MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Match, einer neuen Folge vom FIFA 15 Ultimate Team. Wir haben hier einen Gegner mit 82er Bewertung, das ist ziemlich krass. Mit Mandzukic im Sturm und Di Santo ist es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Liga BBVA-Team, wenn ich das richtig entziffere sozusagen. Sieht gut aus. 4-4-2, da kann man gut was machen. Ich bin gespannt, wie unser Gegner spielt. Ich hoffe, euch wird's gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen nach oben da. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön und sehr, sehr lieb von euch. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier uns gegen unseren Gegner gut durchsetzen können. Schön, Lukaku ist da durch. Jetzt die Flanke in die Mitte. Oh, Melo probiert es da mit dem Kopfball aus kürzester Distanz. Oi, oi. Was? Was war das denn? Ich hab den Ball doch gehabt. Weiß man nicht. Muss man nicht verstehen. Wird man auch nicht so leicht verstehen, warum das Ganze da so ist. Da ein Foul von mir, das war offensichtlich, ja. Und da verlieren wir die Pille, weil eben Foul. Okay. Das ist alles okay. Jetzt hier dran geblieben. Wir müssen halt frühzeitig unsere Tore machen. Der Gegner hat natürlich ein recht gutes Team, was uns die ganze Geschichte ein bisschen schwierig macht. Ah, da ist er. Gut. Okay, jetzt hier ein bisschen gelaufen. War ganz falsche Richtung. Da ist es nicht mehr ansatzweise die Richtung, die ich spielen wollte. Schön. Aber leider wieder verloren, die Pille. Uiuiuiui. Da probiert jetzt erstmal mit einem Schüsschen. Okay, also das kann man sagen. Wir tasten uns erstmal so ein bisschen ab hier, ne? Das ist ganz interessant. Dann bin ich mal zutiefst gespannt. Wunderbar. Was er da ewig braucht. Er braucht so eine Ewigkeit, um den Ball dann zu spielen letztendlich. Mann, den hätte er sofort rein vernichten müssen. Oh, Schiri, was hast du denn? Ich mach doch nichts. Ich hab nichts gemacht, ey. Oh, shit. Unser Torwart manchmal steht da so ein bisschen in der Gegend herum, denkt sich so, kommt da ein Ball? Ach, keine Ahnung, ich warte mal eine Runde. Und dann guckt er sich um und sieht, oh, der Ball ist ja jetzt doch im Tor. Mensch, das ist ja überhaupt nicht so gut, ne? Okay. Setz dich gut durch, Philippe Melo. Flanke in die Mitte. Oh, warum? Warum? Das Tor ist doch da frei. Warum kann es denn nicht klappen? Schade. Also es war natürlich nicht komplett frei, aber wir hatten eine gute Möglichkeit, ne? Ja, eindeutig erstmal schön die Karte geben. Richtig schön. Haut er mich da um. Ich wäre sowas von durch gewesen. Hätte den wahrscheinlich wieder auf den Torwart gehauen oder daneben geschossen. Aber ich wäre durch gewesen. Das ist auf jeden Fall eine fette Karte wert. Gibt ihn erstmal gelb. Okay, Miranda mit gelb vorbelastet. Das ist für uns schon mal gar nicht schlecht. Und die Entfernung ist ein bisschen weit, ne? Naldo ganz bestimmt nicht. Diego. So. Okay. Wow! Ging ziemlich auf Mann. Schade. Heißt aber jetzt hier für uns Ecke und wir machen wieder mit Diego, ne? Und mit Diego ist das ziemlich cool. Na endlich! Na endlich! Na endlich! Wie lange hat das gedauert? Wie lange hat das gedauert, dass wir das Ding endlich reinkriegen? Hier endlich auch mal mit einer Standardsituation die Ecke
Gut gespielt, der Torwart kommt da raus. Ja, der Verteidiger an dem Pfosten kann er nicht viel machen. Okay. Also, damit gehen wir schon mal in Führung. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Ja. Oh, das wollte ich nicht. Das war eigentlich nur vorgemerkt durch mein Tackling. Ah, na gut. Dachte ich mir auch, dass er da ausweicht. Den Pass, okay. Schön. Und das muss drinne sein. Es kann nicht sein. Wieso trifft er das verdammte Tor denn nicht? Das war doch sowas von leer. Wie kann man das denn nicht treffen? Oh mein Gott. Also das ist schon richtig übel, oder? Also das war richtig mega übel. Scheiße. Falsch entschieden. Achtung, Achtung, Achtung. Oh. Was denn? Ach so, okay. Ich dachte schon, dass ich mich hier irgendwie unkorrekt verhalten hätte. So, der Ball dahin. Wieder zurück. Okay. Nee. Schade. Das war überhaupt nicht so geplant gewesen. Dann wollte ich eigentlich nicht nochmal da so ganz durch die Pampa schicken, sondern eher... Ah, naja, egal. Jetzt ist es eh zu spät. Oh, oh. Okay. Hab ich. Okay, Emenike. Ah! Mist. Also gut, haben wir auf jeden Fall hier uns schon probiert durchzusetzen. Ein Tor haben wir schon gemacht, das ist ebenfalls sehr spitze. Und der Spieler, den habe ich gar nicht richtig gesehen. Wow. Ah, Mann. Also noch ist das richtig spannend, weil unser Gegner, ja, der kann halt nochmal zurückkommen, ne? Und dann weiß man auch nicht so genau, was dann passieren kann. Wenn der jetzt nochmal eine Chance hat, dann steht es hier 1-1. Das geht ganz, ganz flott. Deswegen müssen wir hier tierisch aufpassen. Ihr seht, ganz ungenaue Pässe von mir. Das ist ein bisschen schlecht. Wunderbar. Jetzt hier nochmal ein paar Meter gegangen, Miralast. Und es gibt die Ecke. Es gibt die Ecke. Die hat eben noch schon mal ganz gut funktioniert. Wir nehmen hier mal Diego wieder, weil mit dem hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, dass wir hier die Ecke schlagen. Nilo ist da nicht so optimal. Ah. Schade. Damit ist die erste Halbzeit vorbei. Wir hatten 10-2 Schüsse. Uiuiui. Also gar nicht mal verkehrt. Dass wir 1-0 erst hier vorne liegen, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber das ist schon alles in Ordnung. Da unser Gegner wechselt. Cersei für Mandzukic. Okay. Hat er Cersei als Stürmer. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt hier aktuell ist. Ich meine, letzte Saison hatte er rechtes Mittelfeld. Ich dachte auch, dass ich ihn hier als RM gesehen hatte. Und da ist das Ding drin. 2-0. Endlich musste es doch mal klappen. Mit Diego hat es geklappt, das 2-0. Wie das Ding reingegangen ist, weiß ich nicht. Aber er macht es dann irgendwie. Legt sich den Ball komischerweise nochmal irgendwie vor. Und macht dann die gefährliche Todesrutschgrätsche. Alles bestens. Okay, 2-0. Und ja, das war ein Tackling. Das hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Das war in Ordnung. Und den macht er lang.
ja, Nee. Nicht so ganz gut. Aber jetzt hier mit einer 2-0-Führung ist das Ganze schon ein bisschen entspannter. Achtung. Super. Den Ball jetzt auf außen gelegt. Schön weitergeleitet auf Bruma. Und da wollte ich den gar nicht hinspielen, sondern hier. Auf Emenike in die Mitte. Der stand da sehr zentral. Den hätte er da auch gut mitnehmen können. Gut. Sehr gut. Weit weg erstmal von unserem Tor. Wir müssen uns da erstmal ein bisschen hier Platz verschaffen, ne? Super. Interessant, dass jetzt das nicht mehr so krass abgeht wie in einem Spiel, wo wir durchgehend Tore reingekriegt haben für, ja, unnötige Sachen. Achtung, Cersei. Die rechte Seite. Gegen Telles. Wow! Es nimmt kein Ende, dieser Angriff. Meine Güte. Also verteidigt haben wir sehr, sehr viel, sehr, sehr gut. Aber es nahm kein Ende hier, dieser Angriff. Das ist schon krass. Okay. Schön. Gut verteidigt. Es klappt einfach nicht mit diesen schönen Doppelpässen, die ich mir da immer so vorstelle. Man sieht was, man will was spielen, aber es kommt nicht das raus, was man da sich so vorgestellt hat. Schade, ne? Ich hätte da eine gute Kombination gehabt, aber leider in den nächsten Gegner hinein. Und auch wieder. Ah, Diego ist zu lahm. Der ist echt zu lahm. Da habe ich noch einen Ass im Ärmel. Diesmal ist es nicht Lacazette. Ich glaube, ich werde gleich mal wechseln. Genau in dieser Sekunde werde ich den Wechsel jetzt anbringen. Und wir bringen mal rein Kevin De Bruyne. Wir bringen rein für Melo Gustavo. Und ja, will ich vielleicht Lukaku oder Emenike wechseln? Das machen wir mal so. Schön, ja. Nee. Die stehen nebeneinander und er will irgendwie einen anspielen, der 8 Milliarden Kilometer entfernt ist. Das verstehe ich überhaupt nicht. So, wen haben wir denn jetzt hier? Wir haben nicht mehr Diego, weil der fertig war. Vielleicht mache ich das echt mit Miralas, ja. So, den Keeper zustellen. Doch ein Ticken zu hart. Schön aus der zweiten Reihe mal so einen Schuss unter die Latte platzieren. Das wäre doch mal was. Das haben wir auch schon, glaube ich, noch gar nicht gemacht, oder? So richtig schön Fernschuss. Ah, verdammt. Außersehen schlecht vorgelegt. Dann war ich da oben im Gegner schon praktisch drin. Und dann dachte ich mir, scheiße, muss nochmal abziehen. Und das war ganz übel. Das war ganz, ganz schlecht gemacht. Eieieiei, Freunde. Gut. Was ist denn mit ihm los, Emenike? Der trifft heute ja nichts mehr mit seinem rechten Fuß, oder wie? Hat er denn keinen rechten Fuß? Vielleicht wurde ihm der amputiert. Ist es das? Aha. Hm.
Schade, 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 schade. Nicht richtig gut gespielt. Schade, Mann. De Bruyne, super. Ich bleib immer hängen mit Emenike. Also Emenike ist heute richtig schlecht. Ja, und da ist das 3:0. Irgendwann müssen wir es auch mal schaffen. Sehr schön, Lacazette trifft dort. Emenike freut sich, weil er heute überhaupt nichts gerissen hat. So viele Dinger daneben gelegt schon. Eigentlich schon ein bisschen traurig. Und jetzt zack, einfach geradeaus drauf. Bam. Darf gerne drinne sein. Kevin De Bruyne im Team finde ich sehr schön. Macht Spaß. Leider kann er nicht von Anfang an spielen, wegen der Teamchemie. Oh, das ist zum Kotzen, ey. Es ist einfach so tierisch zum Kotzen. Tierisch zum Kotzen, oder? Es ist tierisch zum Kotzen. Man kann nichts machen. Die lassen sich so verarschen da. Und der Torwart entscheidet sich erst 8 Minuten später, dass er da irgendwie nochmal losrennen möchte. Ja, okay. Also ich denke mal, dass wir das Ding hier trotzdem durchhaben. Alles andere wäre wirklich... Hey, fick dich doch, Mann! Es ist doch unglaublich! Was macht ihr denn, Jungs? Jetzt zum Schluss, jetzt kommt hier Momentum, oder was? Ist doch jetzt nicht normal, oder wie? Es ist unglaublicher Fickscheiß. Aber so richtig. Ich kann nichts machen. Die ganze Zeit läuft es so super und jetzt plötzlich, bam, sagen die sich so, nee, jetzt hier, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Jetzt kann ich nicht mehr spielen. Die ganze Zeit perfekt verteidigt. Ja, nimm ihn nicht. Nö. Ist sein Ball. Sehr schön. Meine Fresse, ey. Ich sehe es schon kommen. Es ist so mega typisch. Es ist so mega typisch. Jetzt hier gleich nochmal in der 90. Minute oder so kriegen wir nochmal einen rein. Sehr schön. Ey, das ist wieder mal so mega beknackt von FIFA. Die ganze Zeit macht unsere Mannschaft alles, was sie machen soll. Und jetzt, am Ende, verkackt sie es einfach nochmal komplett. Ich konnte ja nichts machen dagegen. Als wären ganz andere Gegner da oder meine Mannschaft komplett ausgewechselt. Verteidigung sagte sich so, oh nö, pff, eigentlich haben wir doch jetzt hier gewonnen, 3:0 oder nicht. Und zack, 3:1, zack, 3:2. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Haben wir doch mal Glück gehabt. Echt, am Ende nochmal Glück gehabt. Wir steigen hier auf, wir kriegen hier den Titel, Saisonbelohnung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war richtig knapp. Dass das am Ende immer passiert. Warum passiert das denn immer in der 90. oder kurz vor Schluss? Versteht das einer? Also ich verstehe es nicht. Ist irgendwie echt sehr mega komisch. Aber ja, hat doch noch geklappt. Wir sind weiter. Wir sind in der nächsten Liga. Wir sind Liga 8. Und der Weg dahin war sehr beschwerlich. Und ich hoffe, dass wir in der Liga 8 jetzt, es weiterschaffen. Also ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.